Wir haben das Ziel fast erreicht. Wir haben das Ziel fast erreicht. Freust du dich denn auch? Nein. Ja. Mitgenommen. Das ist auch das allererste Mal für Louis, dass er ja bei sowas mitmacht. Normalerweise lassen wir ihn immer bei Oma, Opa. Ja, es ist jetzt schon etwas später. Ich weiß nicht, wie spät ist es? 12.35 Uhr. Wir haben jetzt Louis mitgenommen in der Hoffnung, dass er im Auto Mittagsschlaf macht. Aber er simuliert nur Mittagsschlaf. Hört ihr das? Der macht so, als würde er schlafen, aber irgendwie schläft er nicht ein. Haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt und eigentlich lohnt es sich nicht mehr wirklich dahin zu fahren, weil wir dann nur wahrscheinlich so 3 Stunden sein werden, aber egal, wir machen das trotzdem, weil wir Louis dabei haben wollten und wir sind bald schon da, wir sind in, warte, also jetzt haben wir 12.36 Uhr, um 13.23 Uhr müssten wir da sein. Und auf dem Zettel stand, oder hast du im Internet nachgeschaut, dass die bis 17 Uhr aufhauen? Ja. Im Internet, ne? Und da stand halt bis 17 Uhr. Und ja. Keine Ahnung, ob es sich jetzt wirklich lohnt, aber das war halt ganz spontan. Und wir haben gedacht, euch nehmen wir auf jeden Fall mit. Du sollst nicht den Schlaf simulieren, du sollst wirklich schlafen. Mach die Augen zu. Louis, mach die Augen zu. Genau. Schöne Landschaft. Wir sind alle ein bisschen so schlapp, weil wir schon ein Stückchen fahren und wir haben 28 Grad. Das ist schon warm. Zum Glück haben wir Klima im Auto, sonst würden wir die Fahrt wirklich nicht überleben. Aber es ist ganz angenehm trotzdem. Ja, die Wärme tut echt gut. Schatz, wie ist das für dich zu fahren? Ist die heiß? Ja, schon. Ja? Aber es ist trotzdem angenehm. Ja. Es ist trotzdem irgendwie spaßiger zu fahren, wenn draußen die Sonne scheint, als wenn es regnet. Louis, ist bei dir auch alles gut? Weißt du, was ich vergessen habe? Wir hätten den Kindern Käppis mitnehmen sollen bei der Sonne. Ich habe nur eine Mütze reingeschmissen für Louis und ansonsten, wir hätten echt Käppis für euch mitnehmen sollen, Kinder. Habe ich nicht dran gedacht. Mist, mein Fehler. Ja. Genau, Bikini und Badeshorts für die Kinder mitgenommen, falls es da irgendwie Wasser geben wird oder so. Ja, aber letztes Mal waren wir in einem Park. Ja, in Dortmund waren wir. Da war ganz bestimmt. Und da hatten viele Kinder Bikinis und Shorts, so Badeshorts an und wir hatten nichts dabei. Deswegen haben wir jetzt eine Wasseraktion. Genau, haben wir jetzt zur Sicherheit mitgenommen, mal schauen. Leute, und bei der Gelegenheit wollte ich mich echt bei euch bedanken. Das letzte Video, diese 50 Fakten über mich, habe ich für euch abgedreht, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und ich bin so froh und glücklich darüber, dass das Video bei euch so gut angekommen ist. Wirklich ein dickes Dankeschön an euch. Beim nächsten Mal machen wir über dich 50 Fakten über dich. Ja. Wenn ganz ihr das, ja. Ja, machen wir 10 Fakten oder 15. Wenn ihr so ein Video sehen wollt, dann macht mir einen Daumen nach oben und schreibt das unten in die Kommentare. Dann werde ich ihn überreden, das zu machen. Kannst du mir die Flasche geben, Schatz? Louis, warum schmeißt du deine Flaschen runter? Julietta, kannst du mir die Flasche ruhig geben?
sagen. Luis kann Stimmen nachmachen. Das ist aber wirklich bei ihm so. Der kann echt gut Stimmen nachmachen. Luis, warum schläfst du nicht? Wir waren die ganze Zeit voll leise und haben gehofft, dass er einschläft. Aber nein. Ich meine, zu Hause hätte er jetzt 4 Stunden geschlafen mindestens. Aber hier ist es, glaube ich, ein bisschen spannend für ihn. So längere Strecken fährt er selten mit uns. Das ist bestimmt wie Fernsehen für ihn, hier alles anzuschauen. Das ist spannend. Luis, nicht an Julietas Haaren ziehen, bitte. Luis zieht die Wange und die Haare. Also. Luis, guck mal, er hat sogar die Haare rausgerissen. Luis, hast du Julietta die Haare rausgerissen? Das ist nicht gut. Die haben gerade einen Krankenwagen gesehen. Genau. Tatütata. Wie fett meine Oberarme aussehen. Meine als dreifache Mama bekommt man automatisch Muckis. Guck mal, was für Muckis der da hat. Luis, wie macht eine Kuh? Mu. Mu? Ja, Mu. Super, Luis. Eine Kuh macht Mu. Wie macht eine Kuh? Ja, Mu. Wir sind gleich da in 20 Minuten. Genau, noch 20 Minuten dann sind wir da. Halten wir durch, ne? Ich zieh schon mal meine Schuhe an, Mama. Ja, kannst du machen, mein Schatz. Leute, die Landschaft ist hier so wunderschön. Wir haben das Ziel fast erreicht. Wir haben das Ziel fast erreicht. Freust du dich denn auch? Nein. Ja. Hier ist der. Ja, hier ist der. Also ich glaube, das ist das. Ja. Park, park, park. Wo denn? Wo denn? Rechts. Das wo denn? Ihr Ziel ist rechts. Mama, guck mal, wie groß die Karte ist. Ja, hier Einfahrt, Schatz. Ja, aber guck mal, das sind so Balken. Guck mal, wie groß die Karte ist. Nee, musst du trotzdem hier rein, Schatz. Boah. Da kannst du dich direkt hinstellen. Oder hier nach rechts gleich. Warte mal. Was soll ich mich auf hier hinstellen? Entschuldigung. Das macht der Mann! Ich nehme die Kamera. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben extra in Schatten gepackt. Hört ihr, wie die Leute da schreien? Ja, da hinten, den sieht man nicht. Hier sind aber richtig viele Autos. Aber ich hätte auch nichts Luis, wir sind da. So Luis, wir sind da. Darf ich mal Luis? Hol mal Luis bitte die. Luis? Weißt du was, Schatzi? Wir müssen seine Windel hier umziehen, weil die schon voll. Ich mach das, lass dich nicht aufhalten. Hol mal alles raus und dann müssen wir da ihn direkt umziehen. So, nehmt eure Flaschen mit. Wir müssen mehr. Ganz genau, weißt du. Ja? Wir sind um. Papa, schon die Paar. Wir sind um. Schon die Parkplatz. David, er hat seine Schuhe an. Ach so.
egal. Julie, halt mal kurz fest. Er hat um 12.02 Uhr los. Das ist für Luis ein Paradies. Okay. So viele Autos. Ne, Luis? Ich weiß. Ah. Julietta, wo ist der Deckel von Luis' Flasche? Schon jetzt? Hä? Luis, Paradies. Hinten hast du ihm die Flasche aufgemacht im Auto. Weißt du, wo du den Deckel hingetan hast? Setz ihn mal in den. Oder leg ihn mal kurz in den Kinderwagen. Ich werde ihm die Windel geben. Mama, ich möchte da schwimmen. Ist das größer als Kirmes? Warte, ich ziehe ihm die Windel lieber doch hier um. Ja. Luis, Mama wechselt dir hier die Windel. So, wir ziehen hier gerade Luis die Windel um. Wie die schreien. Ja, musst du gleich Papa geben. Ja. Brauchst nicht die ganze Zeit schleppen. Ja. Ja. Boah, aber hier musst du gucken. Hier sind Steine. Kommt man nicht so gut mit dem Kinderwagen. Gemacht, weil ich habe nur die noch benutzt. Ich gehe mal noch mal gucken. Sicher ist sicher. Ich bin so vergesslich. Wir waren schon vor ein paar Jahren hier, aber es ist schon wirklich lange her. Da waren wir mit Wadi, glaube ich, erst. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie alt wir da waren, 18, 19, jetzt sind wir 33, also es ist schon jetzt ein paar Jährchen her. Time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow. Wow, Luis! Yeah. We all look up to our fathers. Komm, wir gehen dahin. Ja, Luis dachte schon drauf. Drums of war are getting louder, a sound you never heard. Hi Julie. Hi Schatz. Ja, er ist gesichert. Wenn er Angst hat, hat er gesagt, kann er auch das Ding stoppen. What's another to the ground? Disbelief staring at his fingers, through which his blood runs with his life. And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Es hat richtig Spaß gemacht auf dem Karussell, aber hier das Herzchen von Luis klopft richtig. Mein Baby, aber er war ganz tapfer. Maus, hat es dir Spaß gemacht? Ja. Ja, das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, bis jetzt stand da gar nichts. Ja, da hinten steht auf der Karte was. Ich frag einfach. Ja, frag mal.
So, jetzt gibt's was zu essen. Bitte hat eine Pommes und Mayo. Ja, David muss noch auf seinen Burger warten. Ja. Ist frei. Voll der Hit. Auf dem Bild sah das echt anders aus, ne? Ja, ein bisschen. Ja. Also auf dem Bild sah das nach viel mehr aus. Hier, Luis. Luis, brauchst du keine Angst haben. Du wirst mit Papa und Mama fahren. Und Julie und David. Guck mal, da ist genau mit Papa und Mama, mit David und mit Julie. Du brauchst du keine Angst haben, Schatz. Ja, genau. Time our children was here today. But gone tomorrow, like a spark flying in the wind. Ja. Hallo? Hallo? Wow. Alles richtig, alles richtig, ja? Wir bitten Sie nun, die Sitzplätze einzunehmen, nicht mehr zu verlassen. Wir beginnen in wenigen Augenblicken. Normal und wahr. A sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground. In disbelief, staring at his fingers, through which his blood runs with his life. And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. So long buried in the snow. Yes, here we are, shining diamonds, burning bridges as we go. And the drums are warm, I'm getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, soon be knocking on your door. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Thank you.